Willkommen bei Oftec, Ihrem Spezialisten für organischen Oberflächenschutz auf höchstem Niveau. Just-in-Time, Chargentrennung, Losverfolgung, Einzelplatzlagerung, bedarfsgerechte und zeitgenaue Leistungserbringung sind für uns keine bloßen Schlagworte, sondern werden von engagierten, hochqualifizierten Mitarbeitern tagtäglich gelebt. Begleiten Sie uns auf einer Tour durch unser Werk, das Modellcharakter für eine Lohnbeschichtung für heute und morgen hat. Unser einzigartiges, hochmodernes Logistikkonzept erlaubt einen zügigen, zuverlässigen Materialfluss von der Anlieferung über die Lackierung bis zur Versendung der fertigen Teile. Gleichzeitig ermöglicht es uns, den hohen qualitativen und wirtschaftlichen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Eine bedarfsorientierte und zeitgenaue Beschichtung Ihrer Bauteile wird dank dieses Konzeptes selbstverständlich. Unter Einhaltung höchster Umweltstandards beschichten wir pro Tag eine Gesamtfläche von mehr als 13.000 Quadratmetern mit einem Gesamtgewicht von über 300.000 Kilogramm. Nach der Anlieferung werden die Teile zunächst zur logistischen Erfassung auf unseren sogenannten Marktplatz verbracht. Hier werden die Bauteile anhand des Lieferscheins über einen Scanner oder manuell erfasst und im System aufgenommen. Auf Basis der erfassten Daten wird anschließend jede der angelieferten Boxen mit einer Laufkarte versehen. Diese ist mit Barcodes ausgestattet, die alle für die weitere Handhabung relevanten Daten enthalten. Das Spektrum der zu beschichtenden Bauteile reicht von Kleinteilen in Schraubengröße bis zu großflächigen Teilen in Kotflügelgröße. Nach Abschluss der logistischen Erfassung werden die Bauteile bis zu ihrer Beschichtung in Hochregalen eingelagert. Die großzügige Lagerfläche erlaubt eine umfangreiche Bereitstellung und somit eine bedarfsgerechte, zeitnahe Bearbeitung und Lieferung der benötigten Bauteile. Um von Beginn an eine optimale Trennung der Bauteile gewährleisten zu können, werden diese in zwei voneinander getrennte Hochregallager verbracht. Von einem Übergabeplatz aus werden die Boxen mit einem Hochregalstapler auf die zugewiesenen Plätze gebracht. Jeder Regalplatz ist mit einer Platznummer gekennzeichnet, die sich im Logistiksystem und auf der Laufkarte wiederfindet. Dadurch lässt sich zu jeder Zeit problemlos bestimmen, wo sich die Teile im Hochregallager befinden. Vor der Beschickung werden die Bauteile in sogenannte Warenträger verpackt. Jeder dieser Warenträger ist mit einem Erkennungscode ausgerüstet, welcher zuverlässig den Inhalt und die jeweilige Position des Warenträgers im System registriert. Unter Einhaltung höchster ergonomischer Standards werden die Bauteile von unseren qualifizierten Mitarbeitern für die Beschichtung vorbereitet. Zunächst wird die Laufkarte der Box wieder eingescannt und dem Code des Warenträgers zugewiesen. Danach werden die Teile händisch im Warenträger aufgehängt. Anschließend werden Öffnungen, zum Beispiel Bohrungen, die von der Beschichtung ausgeschlossen werden sollen, mit Abdeckungen versehen. Ist der Warenträger für die Beschichtung vorbereitet worden, wird er mit Hilfe eines führerlosen Transportfahrzeuges je nach Terminierung direkt zur Beschichtungsanlage oder aber auf einen Pufferplatz gefahren. Die führerlosen Transportfahrzeuge, auch FTS genannt, werden dabei vollautomatisch vom Leitsystem gesteuert. Das Herzstück der gesamten Anlage ist der Leitstand. Hier laufen alle relevanten Daten der Logistik und der KTL-Anlagensteuerung zusammen. Dank modernster EDV-Systeme kann so der reibungslose und termingerechte Ablauf auf höchstem Qualitätsniveau gewährleistet werden. Die kathodische Tauchlackieranlage, kurz KTL-Anlage, besteht aus einer Vielzahl von Tauchbecken.
Je nach Werkstoff, Geometrie und Anforderung durchlaufen die Werkstücke vor der eigentlichen Beschichtung unterschiedliche Tauchbecken zur Reinigung und Vorbehandlung. Um das bestmögliche Resultat bei der Beschichtung der Bauteile zu erzielen, kann zwischen einer Vielzahl unterschiedlicher Verfahrensprogramme gewählt werden. Nach dem Beschichten gelangen die Bauteile in den Einbrennofen. Hier verläuft die Lackschicht zu einem homogenen, geschlossenen Film. Unsere moderne Umwelttechnik, thermische Nachverbrennung, Wärmerückgewinnung, Abwasserreduzierung und das Recyceln der verwendeten Rohstoffe spiegelt unsere Verantwortung gegenüber unserer Umwelt wider. Gehen wir nun wieder zurück zu unserem gepackten Warenträger. Dieser wird mit Hilfe eines FTS zur KTL-Anlage gebracht. Anhand dieses Warenträgers verfolgen wir jetzt einige Verfahrensschritte der KTL-Anlage. An der Übergabestelle zur KTL-Anlage wird der Warenträger erneut gescannt und alle relevanten Daten werden an die Steuerung der KTL-Anlage weitergeleitet. Um ein gleichbleibend gutes Beschichtungsergebnis zu erzielen, müssen die Bauteile in verschiedenen Bädern vorbehandelt werden. Über einen automatisch gesteuerten Beschickungsautomaten werden die Warenträger zum ersten Becken der Tauchentfettung transportiert. Die Tauchreinigung umfasst mehrere Tauchbecken, die zum Entfetten und zur Reduzierung der Alkalität benötigt werden. Die anhaftenden Fette und Schmutzpartikel lösen sich während des Tauchvorganges bei einer Temperatur von ca. 70 Grad Celsius vom Bauteil. Die sich von den Bauteilen lösenden Stoffe werden kontinuierlich aus dem Badmedium herausgefiltert. Hierbei wird die gereinigte Badflüssigkeit in das Behandlungsbecken zurückgeführt, sodass ein permanenter Mediumkreislauf entsteht. Nach der ersten Vorreinigung der Bauteile werden diese vollautomatisch zur Spritzentfettung transportiert. Hier werden die Bauteile mit Hilfe von Hochdruckdüsen von weiteren hartnäckigen Schmutzpartikeln befreit. Darüber hinaus wird die alkalische Konzentration auf den Bauteilen weiter reduziert. Auch hier wird das Reinigungsmedium permanent gefiltert und in den Prozess zurückgeführt. Nach weiteren Tauchspülungen gelangen die Warenträger je nach Bedarf, Verfahrensprogramm und Werkstoff in das Beizbecken. Hier werden unlegierte oder niedrig legierte Bauteile in eine auf Schwefelsäure basierende Metallbeize getaucht. Durch dieses Beizverfahren werden die Bauteile entrostet, entzundert und dekapiert. Es entsteht eine hochreaktive Metalloberfläche. Nach folgenden Spülprozessen werden zur Aktivierung der Oberfläche die alkalisch gereinigten und gegebenenfalls gebeizten Bauteile mit einer speziellen Titanphosphatlösung behandelt. Diese Behandlung bewirkt eine vermehrte Keimbildung auf der Metalloberfläche und führt zu einer schnelleren Schichtbildung bei kleineren Kristallen mit geringerem Schichtgewicht. Nach der Aktivierung gelangen die Warenträger zur Phosphatierung. Im Wesentlichen dient die Phosphatierung als Haftmittler für die spätere KTL-Beschichtung und zur Erhöhung des Korrosionsschutzes. Ziel ist es, durch die wässrig saure und phosphathaltige Lösung eine festhaftende Schicht aus Phosphaten auf der Oberfläche zu erzeugen. Die starke Vergrößerung der Bauteiloberfläche zeigt, wie die Phosphatschicht auf den Bauteilen aufwächst.
Die Reaktion ist beendet, wenn die gesamte Oberfläche mit einer Schicht aus Phosphaten bedeckt ist. Nach einigen Tauchspülungen gelangen die Warenträger nun in die Passivierung. Durch die Passivierung wird die Phosphatschicht auf der Oberfläche verdichtet. Die starke Schnittvergrößerung durch die Bauteiloberfläche zeigt, wie sich die Oberflächenstruktur durch die Passivierung verfeinert. Jetzt kommen wir zur eigentlichen kathodischen Tauchlackierung, kurz KTL-Beschichtung genannt. Die Lackabscheidung erfolgt hier durch eine chemische Umsetzung des Bindemittels, auch Koagulation genannt. Hervorgerufen wird diese durch einen elektrischen Stromfluss. Über eine äußere Anode fließt der Strom über den leitfähigen Lack zum Bauteil. Durch diesen starken Stromfluss wird der Lack koaguliert und wie in der starken Vergrößerung zu sehen, auf das Bauteil getrieben. Über die Parameter Stromstärke und Zeit lässt sich die Schichtdicke exakt definieren. Ist die definierte Schichtdicke erreicht, wirkt diese wie ein Isolator auf den Stromfluss und die Koagulation wird gestoppt. Es ist eine unregelmäßige, porige Schicht auf dem Bauteil entstanden, die bei dem späteren Einbrennvorgang zu einem gleichmäßig geschlossenen Lackfilm zerfließt. Nach der KTL-Beschichtung werden die Bauteile in mehreren Stufen mit einem Ultrafiltrat gespült. Ausgeschleppte Lackreste werden dabei von der Bauteiloberfläche beseitigt und in das Lackbecken zurückgeführt. Nachdem der letzte Spülvorgang abgeschlossen ist, werden die Warenträger mit den Bauteilen in den Einbrennofen transportiert. Der Transport in den Einbrennofen geschieht auch hier vollautomatisch. Da warme Luft bekanntlich nach oben steigt, werden die Warenträger von unten über eine Hubeinrichtung in den Einbrennofen geschleust. Hierdurch werden Energiekosten gesenkt und die Umwelt geschont. Die Warenträger mit den Bauteilen durchlaufen den Einbrennofen innerhalb von 90 Minuten. Dies entspricht der dreifachen Zeit, die von den Lackherstellern gefordert wird. Durch diese lange Verweilzeit im Einbrennofen können wir selbst bei großen und schweren Bauteilen eine geforderte Objekttemperatur von 180 Grad Celsius gewährleisten. Die starke Vergrößerung zeigt einen Ausschnitt der Bauteiloberfläche während des Einbrennvorganges. Die anfangs unregelmäßige und porige Lackschicht verläuft während des Einbrennvorganges zu einem homogenen, gleichmäßigen, geschlossenen Lackfilm. Nach dem Einbrennvorgang werden die Warenträger auf der gegenüberliegenden Seite aus dem Ofen ausgeschleust und auf eine Abkühlstrecke transportiert. Die Abkühlstrecke dient einerseits zum Abkühlen der Bauteile bei Raumtemperatur, andererseits als Zwischen- bzw. Sortierspeicher vor dem Zurückführen zum Arbeitsplatz. Nach dem Abkühlen werden die Warenträger vollautomatisch zu einer Übergabestelle transportiert, von wo aus sie mit Hilfe eines FTS wieder zur Pufferstation oder direkt zum Arbeitsplatz verfahren werden. Hier am Arbeitsplatz werden die beschichteten Bauteile kontrolliert und die Abdeckungen entfernt. Anschließend werden die Bauteile wieder in ihre angelieferte Box verpackt. Je nach Terminierung werden die gepackten Boxen wieder im Hochregallager eingelagert oder aber zum Marktplatz verbracht und mit den notwendigen Versandpapieren versehen. Anschließend treten die beschichteten Bauteile von hier aus ihren Weg zum Bestimmungsort an. OFTEC, Oberflächentechnik auf höchstem Niveau, für die Beständigkeit Ihrer Produkte.